die Startnummer 2, Mara Häfner, BSV Barmen-Steinach vom Bayerischen Skiverband. Die Startnummer 3, Magdalena Hacker vom SV Bischofsgrün. Folgt die Startnummer 4, Lynn Kaya Koch vom SC Motor Zellamelis. Die Startnummer 5 steht oben am Ablauf, Bruno Kmasdorf, Attenheimischen WSV. Es folgt die 11, Luis Rotlapp vom SC Patenkirchen. Es folgt die Startnummer 13, Kandi Masalski vom SSV Geier. Nächster Springer, Max Ehrenreich, SK Meinerzhagen. Vom selben Club, SC Willingen, ist der nächste Starter, die Nummer 8, Steffen Lingnau. Es folgt die Startnummer 18, Sophie Amberg von BSV Schmiedefeld aus Thüringen. SC Motor Zellamelis, ebenfalls Thüringer Skiverband, Stella Machts. Und zu Mila Twarok habe ich eingangs eigentlich schon fast alles gesagt. Lehmann ist am Start von VSC Klingenthal. Die 38 und diese Startnummer gehört Hotte Mahnke vom WSV 1923 Bad Freienwalde. Nächster Starter, die 26, Till Messerschmidt, SC Motor Zellamelis, ebenfalls Thüringen. Folgt die 35, Max Mamey vom SK Winterberg. Die 39, Matti Ben Tunsa vom SSV Geier. Die 36, der nächste Springer, Emil Vogel, SG Nickelhütte Aue. Florian Fechner vom BSV 1923 Bad Freienwalde. In Kürze folgt dann die Nummer 50 als nächste Startnummer, Christian Zobelt vom BSV 08 Johann Georgenstadt. 52 Simon Kahl vom BSV Schmiedefeld. Karl Schublik, SSV Geier, ebenfalls vom Sächsischen Skiverband. Das ist die 54, unser einheimischer Florian Lübcke.
Jüllinge. Los! Ist ja legitim. Man kann ja diese Entscheidung so treffen, wie man sie für sinnvoll hält. Komm, Bruder, los! Einlauf. Mali, Lasse. Super, Mali. Oh, Simon. Lauf ran. Ja, der Lübcke hat sich...